Moin moin Leute, hier ist der Fuhmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Angezockt und Abgerockt. Fragezeichen. Wir spielen oder ich zock Games und wir gucken, ob sie eher rocken oder nicht so schocken. Und dabei bin ich mir aber ziemlich sicher, dass der heutige Titel abrocken wird. Wir spielen Age of Wonders Planetfall, gerade rausgekommen. Ich bin riesen Age of Wonders Fan. Naja gut, Fan kann man nicht sagen, aber ich habe Teil 2 und Teil 3 gesuchtet wie blöde. Und bin mir sicher, dass hier das nicht anders sein wird. Bin gespannt, wie das Sci-Fi-Setting ankommt, wie sie das umgesetzt haben. Kurz die Kampagne schon, das Tutorial kurz gespielt vorhin schon. Ja, genug gelabert, würde ich sagen. Wir machen die Kampagne. Ich halte mal eben die Schnauze. The currents of the void shift around me. Follow my voice, my last possession. My name was Empress Carminia, and I was the last regent of the Star Union. We built a paradise on a thousand planets, a glistening web strung between the stars. But the cataclysm shattered all, leaving our people stranded and alien to one another. Whoever you are, whatever you have become, it is time to leave this dark age behind and return to the worlds of your ancestors. Uncover our secrets, but heed our mistakes. Forge a new empire, a new Age of Wonders. Sehr schön. Jack Gelder, Rasse Vorhut, Technologie Voitech. So wie ich das verstanden habe, ist da also die Rasse, das ist immer Geschichte wie Zwerge und bla bla bla. Das ist ja schon Rasse und Technologie ist die Klasse des Helden. Perks, Vorhut, Angriffsausrüstung. Das Paket, das man am Ende des Angriffstrainings erhält. Dieses Fortschritt-Training verleiht dir folgende Skills. Fernkampf-Spezialist. Hier habt ihr mit Fernkampfschaden ruhige Hand. Es wird ein Lasergewehr, das wiederholt thermischen Schaden verursacht. Eine Standardgranate, die in einem Gebiet kinetischen Schaden verursacht und die getroffenen Ziele ins Taumeln versetzt. Mit einem größeren Startarmee, okay, Militär. Achso, das sind die Perks von dem Kommandanten. Helden, Wiederauferstehung immer. Ja, das lassen wir lieber erstmal so. So, Tutorial. Ach, das hatte ich jetzt schon gespielt, das spiele ich jetzt aber nicht nochmal. Das ist Leave 6. Nach 200 Jahren der Kyrostase sieht sich die nach Hause zurückkehren, der Vorhut mit einer Katastrophe konfrontiert. Dann wollen wir mal. Commander's personal record. Vanguard Expeditionary Forces. Cryosleep cycle completed. No casualties. Time since launch? 197 years. We're finally back. After a storm destroyed our hyperspace passage, we had to take the long way around. Most of us joined the Vanguard to escape our past. 2 centuries should be enough to give everybody a clean slate. Okay, 200 Jahre. Time to contact Vanguard Central Command. We're heading for Leave 6, the military transit hub in this section of the borderlands. The crew is already speculating about visiting the Elysium parks. Gambling, booze, and promiscuous androids. Oh well, after 2 centuries of sleep, it's time for some fun.
Informatische Androiden. Something is wrong. We have reached the Leave 6 star system, but instead of orbital patrol, there was only scattered wreckage awaiting our arrival. While searching for survivors, we spotted a ship of unknown configuration. Entering the planet's atmosphere, it ignored our hails. Residual void interference prevents us from scanning the surface. The Elysium Parks must wait. We have a new mission. We need to assess the strategic situation on Leave 6. Contact Vanguard Central Command and help them clean up this mess. Prepare for planetfall, for the Vanguard, and for the Union. Vanguard, ja, planetfall. Wasser 4%, Land 96%. Finde heraus, was auf dem Planeten passiert ist, finde das außerirdische Schiff. Weltgröße winzig, Landmasse Land. Jetzt schauen wir mal. Los geht's! Welcome, Commander. I am Ava, your autonomous integrated virtual assistant. Standard issue for every planetary governor of the Star Union. My messages will appear when important actions are undertaken for the first time. They can be reviewed at any time in the Imperial Archives. Natürlich eine KI beiseite gesetzt. Jetzt, da das Basislager aufgebaut ist, sind wir bereit, loszuziehen. Hier unten tut sich dasselbe trostlose Bild auf wie aus dem Orbit. Nichts als Wüste und verkohlte Ruinen. Das tropische Paradies, das einst Zentrale der Vorhut für Soldaten war, hat sich in eine Hölle verwandelt. Jemand hat hier Krieg geführt. Fragt sich nur, wer und wann. Bisher haben wir auf keiner unserer Standardfrequenzen eine Antwort erhalten. Wenn es noch Überlebende gibt, können sie entweder nicht kommunizieren oder sie wollen es nicht. Zeit, sie auf die altmodische Art zu suchen, mit unseren Lasergewehren im Anschlag. Sehr schön. Das gefällt mir. Piep, 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 piep. Der Roboter wandert verspielt umher. Sieh dir das an, Lieutenant Young. Dein kleiner Freund macht es sich an diesem scheußlichen Ort gemütlich. Ja, Sir. Aber das kommt wenig überraschend. Mein Bruder war auf einer der Reparaturstationen von Leave 6 stationiert. Hier haben wir Tablets zusammengesetzt. Man muss spüren, dass er in der Nähe sei. Man muss spüren, dass er ihn in der Nähe seiner... Hey, Tablets? Was tust du da? Der Roboter schlüpft durch einen unfertigen Abschnitt der Lagermauer. Er rast geradewegs in die Wüste. Feuerstein-Mineralien. Suche nach Überlebenden. Sende eine Eulenspeer aus, um euch Mitgliedern der Star Union zu suchen, die sich in der Nähe befinden. Hinweis: Nicht alle Armeen auf der Strategiekarte sind gegenüber feindlichen gesinnt. Sind dir gegenüber feindlich gesinnt. Nur wenn du eine Armee mit einem Totenkopfbanner entdeckst, solltest du vorsichtig sein. Ziel, Paragon-Fraktion getroffen. Okay. Ach, jetzt kriege ich gleich mehrere Ziele. Finde das außerirdische Schiff, lokalisiere den Landeplatz des unbekannten Objektes. Hinweis, dies ist ein Erkundungsauftrag. Nutze deine Speer oder andere schnelle Einheiten, um ihn auszuschalten. Abzuschließen. Finde Tables. Finde heraus, wohin Lieutenant Yangs Haustier PUG verschwunden ist. Dies ist ein Abenteuerauftrag. Stell sicher, dass du dich mit einer Armee zum Zielort begibst. So.
These are Marauder guards. Having taken a location of value, they will remain there and protect it with their lives. Marauder-Wachen, das sind Marauder-Wachen. Nachdem sie einen... Mach das da oben mal weg. Nachdem sie einen gewinnbringenden Ort erobert haben, verteidigen sie ihn mit dem Leben, genau wie normale Marauder. Genau wie normale Marauder halten sie nichts von Diplomatie und werden mit Fortlauf des Spiels stärker, okay. Alles klar. Verlassenes Kraftwerk. Hier befindet sich ein kleines stillgelegtes Kraftwerk der Star Union. Versorgt die Kolonie, die damit verbunden ist, mit 10 Energie. Das hört sich schon mal gut an. So. Hier. Wohnstätte von Persal Acta. NPC-Wohnstätte. Achso. Die scheinen mir aber nicht feindlich gesinnt zu sein. Armies with multiple units can be split. Bla bla bla. Nein, ich höre die Armee. Klägler, Vorhut, was hat der Bewegung 40? Den schicken wir denn erstmal zum Erkunden. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich denke, das Ding ist nur winzig. So, kommt hier, alles klar. Ich dachte ihm, hä? Da müssen wir hin. So. So, hier müssen wir den PT finden. Ich würde aber gerne mal erstmal die hier packen. Ja, gleich hin. Machen wir doch gleich mehr Action hier. Ne, ich komme noch nicht ganz hin, das will ich so. Das war aber, glaube ich, ganz dumm gerade. Ah, sie ist ja auch noch hier. Können wir auch noch mal eben eins zum Spähen schicken. Was ist da denn? Pickups are one-time collectibles that provide resources or other rewards. They are instant bonuses that are given to the player who first collects them. Das hört sich gut an. Imperialer Produktionsvorrat beim Einsammeln erhält deine nächstgelegene Kolonie Produktion. Ja, sehr schön. Werden von 29. Marinda. So. This combat preview is shown prior to any attack. All participating armies are shown, and you will also see an indication of the enemy army's strength compared to your own forces. Ja, bla 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 bla. Das können wir alles. Ja. Verhandeln. Mann, der Kopf. Commanders can choose to lead battles themselves using the tactical combat system. Help messages are available for new commanders to learn the basics of combat. Stellt ihr euch die Grundlagen des Kampfes erlernen. Ach ja, komm, machen wir mit jetzt.
für eklige Grashüpfer. So. Das ist rot, das scheint wohl zu explodieren, wenn man da rum. Also müssen wir da weg. Der guckt in die Richtung. Von hier? Tatsächlich. Goal. So, die gehen dahin. Gucken in die Richtung. Ich denke mal, die werden hier jetzt durchrushen. Schauen wir mal. Aua. Drecksviecher. Alter. Ganz schön eklige Biester. Enemy neutralized. Nein. Nur normaler Laserschuss. Alter, der haut aber ganz schön rein, wa? Enemy destroyed. So, die kriegen's von hinten jetzt. Enemy neutralized. Kaput. Our forces are victorious. Units that survive a combat encounter gain experience based on the number of enemies that were defeated during that combat. A unit that has earned sufficient experience levels up and can gain various bonuses. Jawohl. So soll das sein. So, 144 Energie. So. Wenn's, ach so, geht noch nicht. Der muss noch. Sektorlimit erreicht, alles klar, dann muss die Stadt noch größer werden, damit ich den Sektor anschließen kann. So. Checken wir hier oben noch mal ein bisschen hin. Sieht so aus, als hätte unsere kleine Roboterfreund etwas Gesellschaft gefunden. Aber Moment mal. Sind das nicht Straßenkehrereinheiten, die ihre Patrouillen, die hier patrouillieren? Ich bin zwar kein Experte in Sachen Wartungsmaschinen, aber soweit ich weiß, benötigen sie keine Laserwaffen, um sauber zu machen. Die Hygiene der Truppen muss sich wirklich verschlechtert haben, seit wir von hier weg sind. Ah, der war gut, Kommandant. Ich glaube aber, das ist hier schon lange keine Besucher mehr gegeben hat, die sich über einen sauberen Fußgängerweg gefreut hätten. Alles sieht völlig verlassen aus. Und das stimmt. Egal, ich schlage vor, dass wir diese Reinigungsarbeiten unterbrechen, bevor unsere kleinen Haustiere in die Luft gejagt werden. Unser kleiner Haustier in die Luft gejagt werden. Objective complete.
Okay. Ah, ist klar. Rettet Tebbles, bevor er von der Wartungsruine angegriffen wird. Oha. Muss ich mich schon beeilen, wa? Stopp, sofort stehen bleiben, ihr schmutzigen Deserteure. Kehrt sofort in eure Hütten zurück, damit wir euch nicht umlegen müssen, wie die räudigen Hunde, die ihr seid. Bist du verrückt geworden, Soldat? Empfängt man heutzutage so die rückkehrende Besatzung einer Schläfermission? Schläfermission? Ja, tut sich ein bisschen. Und die schwarzen Hubschrauber nicht klappen. Zur Seite. Ich will mit deinen Vorgesetzten sprechen. Eine Schläfermission? Unmöglich. Aus der Leere kommen, treffen keine Schiffe mehr ein. Lüg mich nicht an, ob Rubineinheit, Smaragdeinheit oder Saphireinheit. Ihr seid alle wahnsinnig. Weißt du was? Wir lassen dich mit dem Präfekten sprechen. Er wird dir zeigen, wie wir mit Verrätern umgehen. Es ist schwer zu glauben, dass diese widerlichen Kreaturen einst stolze Bürger der Star Union waren. Ich war immer der Meinung, dass die Paragon mit ihren kybernetischen Verbesserungen zu weit gegangen sind. Aber das, sind das überhaupt noch Menschen? Und das soll das Und was soll das uns Deserteure zu nennen? Sind ihre Gehirne auch verrottet oder steckt da noch mehr dahinter? Wir wollten mit ihrem Präfekt sprechen. Das Zentralkommando der Vorhut wird wissen, was los ist. In der Zwischenzeit sollten wir unsere Augen nach Kommandanten der Rubin, Smaragd und Saphir einhalten, die sie erwähnt haben, aufhalten. Die könnten Ärger bedeuten. Ärger ist immer gut. Sänftig die Paragon. Vorzuge die Paragon von deinen Augen, guten Absichten und schließe Frieden mit ihnen. Nun, was in einer Beziehung zu einem NPC-Aktionsverbesser musst du mit dem Armeen interagieren, um Aufträge zu erhalten. Andere oder ihre Wohnstätte auf der Star-Strategiekarte aussuchen, um Wohnstätten, Ladelisten, jetzt muss der Fraktion, Einkäufe zu tätigen. So, meine Fresse. Paragon-Waffe. Objective completed. So. Wie sieht es eigentlich mit Forschung aus? Kann ich hier keine Forschung machen? Operations form a flexible toolkit that allows commanders to support military actions and steer government policies. Ops of increasing strength are unlocked through research and are listed on the left side of the operations interface. Strategic and doctrine operations need to be primed before use. The priming process takes a number of turns pending the ops cost and your available strategic operation points. So, da kann man dann immer noch Operationen vorbereiten und planen, okay. Grand Union Station. So, erwartet Befehle. Ich glaube, mal da oben mal ein bisschen Stress. Noch mit. Dann sind wir zu sechst.
Da ist ein Pickup. Da sind ja Viechers. Nein, das geht nicht. Ah, militärische Forschung festlegen. Sehr schön. Nanomachine Support. Das hört sich immer gut an. Wo ist das? Unterwerfungsgeschütz. Munition, Stahlflecht. Stahlflecht. Flechett. Erlaubt der Einheit mit Stahlflecht-Munition zu feuern, um Blitzschaden zu verursachen und mit einer Chance von 8 für 3 bei Cyborgs und maschinianischen Einheiten Blutungen auszulösen. Achso, ah, nice. Nanomaschineninjektion Heilung ist das, ne? Ja. Das hört sich gut an. Lass mal das gut. Heilung ist immer gut. Gesellschaftsforschung. Grenzpolitik. Überleben an der Front. Anonymiliz. Kampfsimulationszentrum. Die Vorhut in abgelegene Welten geschickt, oder wurden sie auch dazu ausgebildet, sich selbst zu versorgen, während neue Vorräte zu ihr unterwegs waren. Demzufolge hilft das Militär dabei, den Nahrungsverbrauch in unserer Kolonie zu verwalten und zu kontrollieren. Plus 15 Nahrung. Produktion. Kampfsimulationen sind eine äußerst wichtige Werkzeug, um Streitkräfte auf den realen Kampf vorzubereiten. Verleiht allen Einheiten in allen Stapeln 2 Erfahrungen pro Runde. Ah, nice. Ach, das machen wir doch nicht. So. Produktion festlegen. Ich glaube. Na, 2 Soldaten sollten wir auf jeden Fall noch machen. Gut. Next round. Wer ist er denn hier? Von Marauder Schurke. Denk an die Kinder, Auftrag. Bewegen wir unsere Speer erstmal ein bisschen wieder. Verbrecher, Gangster, wie können sie es nur wagen, sich dem Willen der Paraguan, entgegenzustellen, während wir die Kinder in unserem Land kaum ernähren können. Plündern und stehlen diese Räuber, wodurch die Armee noch mehr leiden müssen. Das kann nicht so weitergehen. Jack Gelder, wirst du uns von dieser Bedrohung befreien? Denk doch nur an die Kinder. Na klar werde ich das. Musst du mir nur sagen, wo? Ah, die Kollegen, das ist ja praktisch auf dem Weg. Das ist ja sehr schön. Der kann sich aber nicht weit bewegen, ne? Wer kann sich denn da nicht so weit bewegen? Bringen wir uns erstmal da. Hazards linger as a reminder of weapons of mass destruction that were deployed in the past.
They have a sector-wide effect on any armies in their sector, both on the world map and in tactical combat in that sector. Wirtschaftliche Nachteile für Koloniezentren, die sich im selben Sektor befinden. Eine Gefahr kann beseitigt werden, wenn eine Gefahrenentfernungsoperation durchgeführt wird, während sich eine Einheit darauf befindet. Für das Freischalten dieser Operation muss zuvor die entsprechende Forschung durchgeführt werden. Alter, was ist das für ein cooler Typ? Michael Valentine. Jack Geller, ich hätte wissen müssen, dass du nach Level 6 zurückgekehrt bist. Seit ich die Berichte über das gelandete Schläferschiff gehört habe, kann ich die Arroganz in der Luft förmlich schmecken. Valentine, warum bin ich nicht überrascht, dich lebendig zu sehen? Unkraut vergeht nicht. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass du dich gegen einen geschätzten Paragon-Freund stellen würdest. Was ist passiert? Waren sie dir nicht mehr hübsch genug? Typisch von dir, über das Leid anderer Menschen zu spotten. Wenn du tiefgefroren warst, hat der Rest von uns ums Überleben gekämpft. Meine Position hat mir Zugriff auf die Kryostase gewährt. Während des Krieges habe ich mich immer wieder aus der Kryostase wecken lassen. In der Hoffnung, die Star Union zurückkehren zu sehen. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich herausfand, dass nur du es bist. Gesprochen wie ein wahrer Heuchler. Darum genieße ich unsere Gespräche so. Spaß beiseite. Meinst du nicht auch, dass es Zeit ist, diesen unnötigen Blutvergießen zu beenden? Unnötig? Es überrascht mich, dass du auf das unschuldige Getue von Hui Yang reingefallen bist. Mach schon. Frag ihn, was er in dieser Nacht in dem Elysium Park getan hat. Wenn ich mit dir zusammenarbeiten soll, musst du beweisen, dass du es nicht nur auf meine Vorräte abgesehen hast. Reise zum Sektor B43B. Für X-Feuer bedrohen unsere Energiegeneratoren. Misch sie, dann können wir uns weiter unterhalten. Ah, okay. Wäre ein Weg, Michael Valentine davon zu überzeugen, die Kämpfe einzustellen, die Kämpfe innerhalb der Foro zu beenden, entweder durch Diplomatie oder durch Gewalt. Michael Valentine besiegen, mit Michael Valentine ein Bündnis erzielen, okay. Der imperiale Energiekomplex im Sektor 43B wird von einer geometrischen Instabilität bedroht. Entferne sie. Also, um eine Gefahr zu entfernen, musst du zuerst die Gesellschaftsforschung Umweltaufbereitung erforschen. Sobald die Erforschung abgeschlossen ist, kannst du eine deiner Armeen auf das Feld mit der Gefahr bewegen und sie entfernen. Diese Aktion kostet Energie und Kosmit. Kosmit? Ach, Kosmit ist das hier. Das ist bestimmt Mana, ne? So, machen wir das dann. Ah, ja, und da hinten noch mehr. Der ist ganz schön fix, ey. Er hat noch 16. Okay. So. Ja, Amelie, du bleibst jetzt erstmal mit hier. Du bewachst die Stadt. Ohne Bett. Das außerirdische Schiff ist bestimmt da hinten. Das ist hier ganz hinten, ne? Ist doch gar nicht so klein. So. Hallo.
Benno. Young, was soll das? Neuer Rekrut. Seid ihr gekommen, um euch dem großen Hu Yang und seiner Markteinheit als würdig zu erweisen? Seid stark, seid gewitzt, seid diszipliniert, Meister eurer Fähigkeiten. Vielleicht werdet ihr dann auserwählt, an der Front zu stehen. Nun wie das geschmolzene Erdarsenal zurück. Ja, was? Hui. Hui, hui, hui. Bist du das wirklich, du? Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Gelegenheit bekommen würde, dich als Erwachsenen zu sehen. Wann bist du der Vorhut eingetreten? Hast du Frau und Kinder? Wie hast du so lange überlebt? Ich habe so viele Fragen. Und fang, mein lieber Bruder, bedeutet das, dass er auch noch am Leben ist? Ah, das ist ihr Bruder? Das scheint so, ne? Unmöglich. Meine Familie ist tot. Wenn mein Vater noch lebendig wäre, würde er dich eigenhändig erschießen. Sag deinen Anführer, dass ich seine Überzeugungsversuche mit Schüssen erwidern werde. Oh nein. Es schmerzt zu sehen, dass mein Bruder beschlossen hat, die Wahrheit über meinen Kryostase-Mission zu verbergen. Aber es ist keine Lüge, Hui. Ich bin wirklich die Schwester deines... Ich bin wirklich die Schwester deines Vaters und ich kann es beweisen. Kommandant, ich brauche deine Hilfe. Es gibt da einen geflochtenen Anhänger, eine Art Familien-App-Stück. Der Teil meines Bruders ist eine Reparaturstation. Versteckt. Das war unser Geheimnis. Wenn wir es zurückholen, wird Hui uns glauben. Scheint, als hätte ich hier drei Möglichkeiten. Ich kann Lieutenant Yang bei ihrer Suche unterstützen, auf eine andere Gelegenheit warten, Hui Yang friedlich zu überzeugen, weil die Sache gewaltsam zu Ende zu bringen. Überzeuge gewaltsam oder bla bla bla. So. Check, ja. Der Präfekt hat deine Taten auf dem Planeten Leaf 6 genau beobachtet. Er ist der Ansicht, dass für dich und dein Volk unter unserer Führung vielleicht doch noch Hoffnung besteht. Was willst du heute von uns? Krieg. Ich möchte mit eurem Präfekten sprechen. Der Wandelstern hat den Horizont des Planeten Leaf 6 zweimal durchquert. Ich kann der Konstellation von Mora verspricht einen ereignisreichen Tag und Jack Gelder ist vor Paragon getreten, um über unsere Zukunft zu sprechen. Deshalb bist du doch hier, nicht wahr? Sprechen wir über Handel. Ah, hier könnte ich jetzt was kaufen. Okay. Feuer alles. Bäh. Und kann er schießen. Der nimmt das. Hä? Achso, das ist einfach nur eine Einheit von ihm.
Hauptstadt geschickt. So. Über den Berg ist weiter zu Fuß, ne? Komm, jetzt. Ja, nice. Heroes are special units that lead your armies. Commander, you are also represented as a hero on the map. Bla bla bla. So ein Panzer, nice. So, die kann ich jetzt mal eben. Ach, doof. Egal, ohne Berg. Wir wissen jetzt, dass die unterschiedlichen Anführer auf dem ganzen Planeten Prometer-Waffen eingesetzt haben. Hu Yang hat diesen geschmolzenen Erdarsenal erwähnt, das zurückerobert werden muss. Ich gehe also davon aus, dass es sich dabei um die Basis handelt, in der diese Waffen gelagert und hergestellt werden. Klingt nach einem Ort, dem wir einen Besuch abstatten können. Sollten. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Valentine mich gehört hat, als er die Elysium Parks erwähnte, mich auf eine sinnlose Suche durch heruntergekommene Vergnügungsparks zu schicken, klingt nach etwas, das ihm gefallen würde. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass er recht hat, so opportunistisch er auch sein mag. Michael Valentine ist immer noch ein Offizier der Vorhut. Kommandanten der Vorhut scherzen nicht über den Krieg. Finde die Militärbasis der Prometer. Suche nach dem geschmolzenen Erdarsenal, von wo aus die anderen Anführer der Vorhut ihre Prometer-Waffen bezogen haben. Suche die Elysium Parks, um mehr darüber zu erfahren, was zur Eskalation des Vorhut-Konflikts geführt hat. Rubin, Saphir, Smart. Aufgaben über Aufgaben, ey. Kriegst hier ja gleich volle Pulle rein, was reingebraten, ey. So, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen fighten. Wo waren wir denn hier? Da. Du kriegst das Maul. Ungefährlicher Kampf. Das hat sich doch gut. Das hört sich doch gut an. Was haben die denn da für Knarren? Sieht mir doch recht gefährlich aus. Wir haben auch mal ein Auge da drauf. Beziehen wir mal Stellung, würde ich sagen. Den schicken wir die hier.
Welche Einheit könnte denn doch agieren? Ach hier. Sagt mir das keiner. Aua! Was soll die Scheiße denn? Volles Front, wa? Was macht er denn jetzt da? Operations ready. Was macht er hier? So, die Jungs müssen erstmal aus dem Feuer raus, ne? Ach, fuck. So, Granite Time. Enemy destroyed. Scheiße, die müssen auch durchs Feuer, ne? Fuck. Lauf trotzdem durchs Feuer. So. Sich blockiert, dann müssen wir hier nach vorne. Jetzt kommt, jetzt treffen. Ah, mein Kommandant ist da. Der kann auch hier diese taktische Dingsungs machen, oder? Nanomaschinen-Supportstation. Setzt eine Nanomaschinen-Supportstation auf dem Schlachtfeld ab. Die Nanomaschinen-Supportstation verfügt über einen eingebauten verschwommenen Mechanismus, der bei allen benachbarten Einheiten verdeckt auslöst. Zusätzlich heilt die Station alle benachbarten Verbündeten. Oh, cool. Kostet 30 Energie, wie viel habe ich? 130. Warum kann ich das nicht machen? Ah. Schmeiße ich doch mal hier, ne? Der haut ganz schön rein, der Typ, ey. Ey! Ballert der einfach mal die Leute ab. Alter. Wieder hin. So, die da oben müssen erstmal sterben, ne? Enemy destroyed. Sehr schön. Sind die noch kalt?
Brenn. Wird hier rennen. Banner. Wer kann sich denn jetzt noch bewegen? Warum zeigt er mir denn runde Bänder an, wenn sich noch welche bewegen können? Mir denn aber auch nochmal anzeigen, dass sie noch schießen können. Aua! Unit lost. Also, wir werden jetzt aber noch geheilt hier alle, oder? Ach so, die Station ist nur eine Runde. Ach, das ist doch kacke. Ne, hier nicht hinstellen, stellen sonst. Ja, ihr müsst sterben. Enemy destroyed. Enemy down. Our forces are victorious. Yeehaw. So. Objective completed. Auf Nimmerwiedersehen. Danke für deinen Einsatz, Jack Gelder. Die Kinder dieses Landes können heute Nacht gut schlafen, denn sie wissen, dass du sie geschätzt hast. Ja, natürlich tue ich. Ganz kurz verschreiben. Sofort weiter. So. Wer schleicht da wie lausige Diebe im Schatten meines Throns herum? Kommt näher ins Licht. Lasst mich eure Gesichter sehen. Ah, ihr seid es. Die, die behaupten, durch den Umriss zurückgekehrt zu sein. Sagt mir, Soldat. Wie war der Name und das Ziel eurer Mission? Mein Name ist Jack Gelder, befehlshabender Offizier der VES Frontier. Wir haben das Kintoni-System gesichert und wurden dazu vor 197 Jahren auf eine Kryostase-Mission Typ 4 geschickt. Abgesehen davon und bei allem gebührenden Respekt, es gibt bisher einen verdammten Grund, weshalb wir so behandelt werden. Vor 197 Jahren, 58 Tagen und 20 Stunden, um genau zu sein, die Frontier hat damals wie ein gutes Schiff angemutet. Glückwunsch, Kommandant. Bestanden. Es ist also wahr. Die leeren Stürme sind abgeklungen. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich würde euch alle gerne zu einem Festmahl einladen, aber wie ihr seht, kommen wir selbst kaum über die Runden. Ich schulde dir eine Entschuldigung, Kommandant. Ich bitte allerdings auch um Verständnis für unsere Situation. Als der Planet den Kontakt zum Zentralkommando der Vorhut verloren hat, gab es keine Versorgungsmittel mehr. Soldaten sind schlechte Bauern und je weniger Vorräte wir hatten, desto angespannter wurde das Verhältnis zur Vorhut.
Sie haben sich auf mehrere Gruppen aufgeteilt. Die Smaragd, Rubin, Saphir und nur wenige sind dem Paragon gegenüber treu geblieben. Seitdem kämpfen sie um Lebensmittel, Waffen und Ressourcen. Zerstören den Planeten mit experimentellen Waffen der Prometer. Sie greifen alles und jeden an und haben alle anderen Kommandantenposten der Paragon überfallen. Wir waren verzweifelt, aber jetzt mit eurer Ankunft und der Aussicht, wieder die Union beitreten zu können, können wir diese Tragödie garantiert ein Ende setzen. Objective completed. Der Papa macht das schon. Er sämftigt die Paragon, cool. Da muss ich jetzt auch noch mal hin. Ach, ich habe ja eine Einheit verloren, ne? Wir wollen hier jetzt erstmal im Sektor als Provinz für Wabinberg anschließen. So. Quantum powered molecular machines are not magic, they're science. But the uncertainty principle dictates that if I explain to you exactly how it works, it'll stop working that way. So just trust me, it's not magic, it's just probabilistic, quantum state driven subatomic machines. Stanley Strangelove, publicist, Small Tech Enterprises. So, neue Forschung. Intelligentes Verteidigungsmodul, schwere Laseranwendung, Ingenieurkorb, Schrotflinte. Ich stehe auf Schrotflinten. Phasenmanipulation. Die Einheit Phasenfeld. Die Einheit kann durch Hindernisse gehen und ist im Kampf um 20% schwerer zu treffen. Der Mod gewährt der Einheit zusätzlich plus 1. Dieser Mod kann nur auf Infiltrieren halten. Das hört sich alles nice an. Ach so, und hier hast du dann auch die Voitech Schusswaffen Laser. Oh, gut. Ich mach das jetzt. We Vanguard are better suited for a more self-reliant life on the frontier. Big city rules and civilian luxuries make a fighter like me soft around the middle. On the frontier, a soft middle makes an easy target. Teddy Slade, Vanguard Infantryman. Teddy Slade, Alter. Naja, Marine ist auf der Karte ja eigentlich, recht irrelevant. Mit 5% Wasser nur. So, wo war denn jetzt diese Operationsaktivität? Infiltration. Ah, da. Ah, zeigt er mir sogar an Umweltdingsteams. Okay, dann habe ich ja sogar das Richtige gleich entwickelt. Warum geht das nicht? Achso, nee, ich habe Grenzpolitik, nicht Grenzen. Dann müssen wir das hier machen. Operations available for priming. Kolonialmiliz. Bevölkerung ist bewaffnet und bereit, Truppen direkt aus unserer Kolonialmiliz zu rekrutieren. Führt zu einer verringerten Ausbildungszeit, wodurch wir sie schneller auf das Schlachtfeld bringen können. Die Produktionskosten aller Einheiten werden in deinen Kolonien um 10% verringert. Zusätzlich werden die Produktionskosten für jede Kaserne oder jedes Verteidigungsgebäude der Kolonie um weitere 5% verringert.
Einheit Kosten können maximal um 50% verringert werden. Das hört sich gut an. Überlegen an der Front. Achso, das sind diese Dinge. Solange die Vorhut im abgelegenen Welten geschickt wurde. Nein, wir machen das. Das hört sich gut an. Vorbereitung beginnen. Kostet mich. Was ist das? Konya Miliz. Nee. Da. Ah, strategische Operationspunkte, ist klar. Zwei. Ich brauche irgendwann Runde 2 oder was? Egal. Hier die Umstiege. Ach, das sind diese Spinnviecher, ne? Gucken hier oben nochmal weiter hoch. Bleibst hier. Ich muss sagen, die Landschaft ist schon sehr malerisch. Es sieht schon eigentlich ganz nice aus. Alter, was ist das für eine Riesenstadt hier? Meine Fresse. Hier in meiner kleinen Kolonie. So. Der Brummbrumm muss auch noch weiter. Was haben wir da? Rubin. Ach so, ach, das ist der Elysium Park. Alles klar. Ah. Da sollte ich vielleicht mit einer größeren Armee hin. So, können wir den noch platt machen, ja? Oder sollen wir da? Ne, da müssen wir hin, ne? Wegen dem kleinen Viech da. Weltraumhafen, Wahrzeichen, nicht im Besitzsektor. Dieses Wahrzeichen ist ein fortgeschrittener Produktsektor. Die folgenden Eigenschaften verleiht, wenn er angeschlossen wird. Plus 60 Baum plus 30 Energie. Zusätzlich wird folgende Gebäude in einer Kolonie freigeschaltet. Raumschiff-Wartungsanlage. Das reißen wir uns in der Nagel. Gefährlicher Kampf. Oh oh. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Da müssen wir noch ein bisschen aufrüsten. Ah, warte mal eben kurz. Wir können jetzt auch. Ja, genau. Wir können hier Mods einbauen. Und zwar kriegen die einen Nano-Injektor. So, gleichwertige Einheiten modifizieren. Dann werden alle so modifiziert. Das kostet ganz schön viel. Die machen wir erstmal 2 oder 3. Will ich das nicht dingslos machen? Ah. So. Ist kein Kreuz, kein Medic. Tatsächlich nicht. Dann nehmen wir das. Ich glaube, das ist richtig geschrieben. Ist auch egal. Ha. Machen wir noch einen dazu, oder? Thank you.
So. Ah, hier haben wir jetzt die... Böse Geschichte. Die sehen ja mal fies aus. Schocksperrschaden 12. Schildansturm 16. Ah, die können den auch machen, okay. Ja, Kollege, dann schließt sich doch gleich mal meinen Helden an. So, hier ist die Provinz angeschlossen. Morgenspitze. Was haben wir denn hier überhaupt? Macht noch einen Soldat. Ah, jetzt kann ich die auch gleich bauen. Das ist ja auch geil. Nice. Man praktisch seine eigenen Einheiten so ein bisschen kreieren. Über einen nicht bewirtschafteten Sektor. Kann ich hier aussuchen. Morgenspitzezone, alles klar. Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Industriewirtschaft, Forschung. Ja. Energie kriegen wir auch noch ganz gut. Ah, erstmal Industrie ist gut. Aber der bringt ja auch noch was, ne? Ah, der bringt schon Energie. So, Lebensbestätigung. Jawohl. Und hier machen wir jetzt das hier platt. Sicherer Kampf. Also ich muss sagen, ich finde es echt geil, dass jetzt da noch nachher für fette Einheiten kommen. Ich habe was von irgendwelchen Amazonen, die auf schwarzen Panthern reiten und so gehört, gelesen. Ich glaube, das wird echt nice. So, Nahkämpfer mal nach vorne, oder? Ich glaub, jetzt kann ich hier gleich mal eben den Heilen ausprobieren, da. Ach, die können sich nur selber heilen, oder was? Ach, das ist ja dumm. Das ist ja dumm. Ich dachte, die können sich, können auch andere heilen. Ja, und diese Einheit. Ja, alles klar. Dann bleiben die erstmal noch ein bisschen hinten hier. Flanke abdecken, falls sie doch da längs laufen. Das ist rot. So. Hä? Von dir, achso. Beteiligungsmodus. Nö.
Enemy eliminated. Ah, dafür kommen die jetzt ran, ja, scheiße. Operations ready. Drecksviecher. So. Ach so, die sind ja schon tot. Idiota. Ach scheiße. Aber ich glaube, wenn sie da ranstellen, dann können die da nicht abhauen. Aua. Enemy neutralized. Kaput. Enemy destroyed. Our forces are victorious. Galaktischer Krieger. So. Kommandant aufwerten. Nice. Ach, der kann den Mod auch nehmen. Sehr schön. So. Was aus dem Studio? Aber irgendwas damit aufwerten, oder? So, am Steuer. Nein. Vitalität machen wir jetzt mal. Das ist gut. Vitalität 2. Eingraben. Der Held ist ein Deckungsexperte und erlangt in der Deckung plus 2 Widerstand gegenüber jeglichen Schadenswirkungen. Das wird sich anders sein. Zielwasser. Zielwasser ist immer gut. Trefferschaden und kritische Trefferschaden. Nahkampf-Spezialist, Fernkampf-Spezialist. Im Fernkampf verursacht einen Schaden in 10%. Das ist auch geil. Nierenkugel. Die Fernkampfangriffe des Helden umgehen 50% der Nachteile durch Deckung oder im Weg stehende Einheiten. Krass. Schlachtruf. Das ist auch gut. Der Held ruft seine Verbündeten zusammen. Alle verbündeten Einheiten gehen für 2 Runden Moralnachteile. Kann nur einmal pro Kampf angewendet werden, okay. Vielleicht im Moment noch nicht ganz so wichtig, aber später vielleicht. Feldmedizin. Spezielle Feldmedizin heilt alle verbündeten Einheiten der Armee in jeder kampflosen Runde. Um 6. Das funktioniert nur, wenn der Held der Kommandant dieser Armee ist. Krass. So, ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Oh, nochmal 10 Skillpunkte. Okay. Feldkampf-Spezialist. So. So, ich habe auf Abbrechen gedrückt. Nee. So, was hatten wir hier? Feldmedizin. Stetig. So. Wie lange sind wir jetzt schon drauf? 1 Stunde 15 Minuten. Halleluja. Das ist ein gigantischer Zeitfresser, das kann ich euch gleich sagen. Aber ich habe schon ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen. So, was haben wir denn jetzt noch? Der Brummin ist hier noch weiter. Der E-Roller. Da gehen wir lieber nicht hin. Wir gucken hier hinten. Da fahren wir weiter durch.
Imperial defenses are remnants of Star Union planetary defense systems. They have a sector-wide effect on any armies in the sector they are in, both on the world map as well as in any tactical combat that takes place within the sector. Okay. Okidoki. Das hier wahrscheinlich. Was ist er denn? Hui Yang. Das ist ein Kollege von Hui Yang. Oh, das sieht böse aus. Das sieht ja mal nicht nett aus. So, dann beenden wir das Röntchen mal. Was geht hier ab? Ach so, Doktrinen in Kraft gesetzt. Kolonialmiliz. So. Bestätigen. Ja, 42. So, wir machen Plängeln hier immer noch mal ein bisschen rum am besten. Da traue ich mich noch nicht rein. Aber hier waren doch überall noch, da sind auch noch welche. Gehen wir mal darüber. These are marauders, hostile armies that either roam around the planet looking for locations to attack or camp on spawners to defend them. Der produziert immer weiter Einheiten. Bis er vernichtet wird. So, Rundchen beenden. Unterwerfungsgeschütz. Though primitive, blades have always been lethal, especially striking a foe flying at supersonic speed. Orindra Reaver. Syndicate Assassin. Schredderbombe hört sich sehr nice an. Neu verschulden. Ich glaube, dieses Ingenieurkorps ist ganz geil. Schwere Laserumwandlung. Verbrennungsmotor. Laserwaffen dieser Einheit verfügen über eine Stärke. Stärkechance von 8 Energieeinheiten in den Brand zu stecken und für 3 Runden Brennen auslösen. Mit der Einheit zusätzlich 10% Schaden auf alle Fähigkeiten. Nice. Ja, aber hier dieses Ingenieurkram da. Das sieht sich gut an. Our colonies require the means to protect themselves and a reason to stay. At the very least, it's time to invest in some good old-fashioned guns and beer. Dollar Smith, Deneb Colony Mayor. Wertet die Kolonie Milizarmee auf. Freizeitkuppel. Die Kolonie erhält 2 Zufriedenheitsplätze und 4 Zufriedenheitsplätze plus 4.
Was auch immer das bedeuten soll. Aber ist immer gut. Und Siedler kann ich bauen. So, wir müssen jetzt hier Umwelt, Dingsums, Nahrungsentwicklung, Forschungsentwicklung. Forschung kommt ein bisschen zu kurz, finde ich. Nachricht der Paragon. Die ersten Unkräuter traten in den Ritzen der Straßen auf. Dann wucherten Parks über ihre künstlich geschaffenen Grenzen hinaus. Heute streunen wilde Bestien dort, wo früher unsere breite Boulevard verliefen. Wir müssen den Angriff der Natur standhalten. Vernichtet diese Tiere, damit die Zivilisation wieder aufbauen kann. Ja, natürlich. Take this, Nature. Wo ist das denn? Visit sites are remnants of the Star Union that give a visiting army a boost. This can either be an instant effect or an effect that lasts until the end of the unit's next combat. So, das ist die Suche, die Reparaturstation. Das ist das Zurückerobern. Wo ist denn das Ganze? Ach du Scheiße. Aber so weit weg ist das gar nicht. Dann machen wir jetzt markiert. Das Erdarsenal. Oh. Silboga hat es den anderen Anführern der Vorhut erlaubt, diesen einst idyllischen Planeten in eine Einöde zu verwandeln. Wenn wir einen Experten dafür hätten, würde ich lieber jeden einzelnen Sprengsatz entschärfen und die ganze Anlage stilllegen. Die Zeit drängt allerdings. Ich schlage eine waghalsigen Plan vor. Wir nehmen das geschmolzene Erdarsenal ein und zwingen die anderen Anführer, die zu diesem wichtigen Waffenstillstand. Objective completed. Und die Militärbasis der Prometer ein. Das geschmolzene Erdarsenal an eine Kolonie an, um einzelne Truppenanführer auf der manche Lösung für diesen Konflikt. Ja, super. Muss ich da oben erstmal eine Stadt irgendwo bauen, Alter. Na gut. Dann erforschen wir hier die Geschichte nochmal am besten. Gefährliches Gebiet hier. Streuen hier oben noch ein bisschen rum. Hier ist gefährlich. Halleluja. Produktion festlegen. So, wir müssen jetzt hier mal ein paar Gebäude bauen. Freizeitgruppe, botanische Gärten, Militär. Okay, bringt der Kaserne. Oh, und Angriffsmotorrad, das will ich haben. So.
Runde beenden. Und ich beende das jetzt hier auch. Ich speichere nochmal eben. Und ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Also ich bin bis jetzt sehr positiv angetan. Ja, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefällt. Also ich werde sicherlich ein Let's Play davon machen, die Kampagne weiter Let's Playen. Ja. Schreibt mir Kommentare, wie ihr das Spiel findet, wie ihr mein Let's Play findet. Lasst mir einen Daumen da oder Daumen unten, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo, Glocke an und dann verpasst ihr auch nichts. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Doch anderthalb Stunden fast. Ja, anderthalb Stunden. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fuhmann. Tschüssi.